Und wieder einmal heißt es herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns zum E36 Coupé, E36 Drifter. Ja, es gibt noch ein Video, nämlich das Abschlussvideo. Wir werden jetzt nämlich das Ganze mal wieder so gestalten, dass der neue Besitzer, wie gesagt, ein Kollege von mir, mit dem Fahrzeug nach Hause fahren kann. Ja, tatsächlich, er will damit nach Hause fahren, sprich das Auto wird überführt auf entsprechenden Kennzeichen. Nur dazu sollte er natürlich entsprechend verkehrssicher bzw. verkehrstauglich sein. Und da sind solche Punkte drin, wie zum Beispiel, wir müssen das Scheinwerferglas, das ich schon hier liegen habe, wieder montieren. Wir müssen unter anderem noch eine Haube montieren. Die Haube wird aber von ihm mitgebracht, sprich das Auto ist ohne Haube verkauft. Entsprechend bringt er eine mit und wir montieren die dann gemeinsam vor Ort, wenn er es dann abholt. Das passiert jetzt in den kommenden Tagen. Und wir müssen Platz schaffen in der Halle für ein neues Projekt, das wir dann im Anschluss abholen werden. Und ihr seht das Ganze selbstverständlich im nächsten Video. Deswegen an der Stelle abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann seid ihr immer dabei. So, weiter geht es mit dem schönen Heckspoiler. Ich finde die Geschichte cool. Ich finde das Ding zum Drifter passend. Er möchte es wahrscheinlich abmontieren und gar nicht mehr fahren, sondern auf einen anderen umbauen oder einen anderen draufbauen. Ist Geschmackssache, ist auch ihm überlassen. Dennoch muss das gute Stück jetzt auf jeden Fall runter, denn um auf der Straße zu fahren, jeder weiß es, es gibt weder ein Teilegutachten noch ein Materialgutachten oder Festigkeitsgutachten. Es gibt dafür leider nichts. Und in Deutschland wirst du damit ganz schnell mal rausgezogen. So, Leuchten habe ich schon alle kontrolliert. Es gehen soweit alle, es gehen alle Blinker, Warnblinkanlage geht, es geht die Bremsleuchten, die Standlichter gehen, Fernlicht geht, Abblendlicht. Also da funktioniert schon mal alles. Genau. Und des Weiteren werde ich den Wagen natürlich hochschrauben, denn so im Moment ist der natürlich, du kannst halt nicht einlenken. Ne? Wir haben den mal provisorisch ja ein bisschen hier rausgedrückt. Aber das ist natürlich nicht das Wahre, weil allein jetzt schon passt mein Finger da nicht durch. Ne? Und deswegen schrauben wir den wieder hoch. Er wird natürlich dasselbe machen wie ich, sprich Kotflügel aussägen und dann eine Verbreiterung montieren. So, aber wie gesagt, es geht jetzt um die Heimfahrt. Dann werden wir im Innenraum noch den Schaltknauf, der momentan verbaut ist. Das ist einer aus dem VW Polo 9N, den werden wir ausbauen, den habe ich unten mit dem Dremel bearbeitet und draufgesteckt. Ich war mir noch unschlüssig, ob ich den fahren möchte, wenn ich das Auto behalten hätte. Deswegen ist er momentan nur gesteckt, ich hätte ihn noch verklebt, aber er ist halt nicht 100% fest. Und damit die ganze Geschichte auch bedenkenlos fahrbar ist, ohne den Schaltknauf in der Hand zu halten, habe ich hier noch einen vom E36 und den bauen wir gemeinsam ein. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich drehe euch mal um und wir fangen dann gemeinsam an. Ich denke mal, mit dem Schaltknopf geht's los. Das geht am schnellsten. Oder ja, machen wir den Scheinwerfer. Machen wir den Scheinwerfer, den Schaltknopf und als nächstes den Spoiler. Ganz am Schluss stelle ich natürlich das Fahrwerk noch hoch und dann war es das auch schon für unseren E36. Denn wie gesagt, er wird jetzt endlich abgeholt. So, dann legen wir mal los. Scheinwerferglas habe ich bereits in der Hand, habe ich wieder rausgesucht. Wir stecken das jetzt einfach mal hier drauf, wenn das so geht. Ja, selbstverständlich geht das. War ja auch schon mal hier montiert. So, ist drauf. Ist auch eigentlich relativ fest. Ich werde jetzt trotzdem mal hier oben noch ein Klebeband hinmachen zur Sicherheit. Es geht ja hier nur um die reine Heimfahrt und keine ewig lange Strecke. Von daher sollte das so funktionieren. Ich hole mal schnell ein Klebeband. So, Klebeband habe ich leider nur noch so ein Abklebeband da. Wir benutzen jetzt erstmal das. Ich werde das trotzdem noch austauschen gegen ein Panzerband. Aber dann muss ich erst eins besorgen. Und damit ich nicht vergesse, dass da noch was hin muss, klebe ich jetzt dieses einfach mal hier drauf. Und dann habe ich das immer noch im Auge, denn das fällt natürlich auf.
und dann weiß ich, hey, da war noch was. So, in dem Sinne, weiter geht's mit dem Innenraum. So, und im Innenraum, wie gesagt, montieren wir jetzt den Schaltknauf. Der Kollege liegt hier. Original E36 Schaltknauf. Genau. So. Ach, das habt ihr noch gar nicht gesehen, unsere selbstgebauten Schlaufen zum Türzuziehen. Ganz praktisch, einfach einen alten Gurt genommen, Schraube durchgejagt und jetzt ist die ganze Sache stabil und man kann die Tür auch wieder ordentlich zuziehen. So, egal, tut jetzt nichts zur Sache. Wir haben hier den Polo-Schaltknopf. So, ist schon ab. Seht ihr, das meine ich, das ist nicht 100% fest und deswegen ist das keine sichere Sache. So, und jetzt ganz einfach wie beim E36 üblich, auch wenn das jetzt ein Zubehörteil ist, sprich wir haben ja die Schaltwegverkürzung verbaut, also ist auch dieses Teil vom Zubehör, haben wir hier innen drin unsere, ja, wie soll ich sagen, unser Gegenstück zu dem hier da. Das heißt, Schaltknauf einfach drauf und dann sollte die Geschichte passen. So, auch das haben wir erledigt. Sitzt. Schlaufe auf der anderen Seite auch montiert. Super. So, Lenkrad sitzt fest. Das lassen wir drin. Denn die Modelle gab es sogar auch ohne Airbag. Entsprechend ist das auch verkehrstauglich. So. Weiter geht es mit unserem Spoiler. Der ist ja auch eigentlich ganz einfach montiert. Sprich, wir haben ja damals hier einfach Löcher gebohrt und haben den dann entsprechend festgeschraubt. Heißt, ich stelle euch jetzt nochmal auf die Seite, löse die Schrauben, schaue, dass ich den von der anderen Seite vorsichtig festhalte, dass er uns nicht in die Scheibe kracht und dann montieren wir den auch wieder ab. Schnelle Nummer, ihr seid mit dabei. So, auch hier 10er Nuss, die 4 Schrauben lösen, schnelle Nummer und das Ding ist ab. Und da haben wir ihn schon in der Hand, das war's. So. Die Geschichte ist auch erledigt, sprich Spoiler ist abgebaut. Irgendwie auch cool, irgendwie hat das auch was ohne, ich weiß nicht. Gefällt mir irgendwie trotzdem. Jetzt wenn man noch ein Diffusor verbaut, mit dem Spoiler fand ich das ohne Diffusor ganz passend, aber jetzt, wenn man noch einen Diffusor verbaut und eventuell was am Auspuff macht, dann könnte das sogar so cool kommen. Also ohne. Gerade so ein bisschen mit dieser Keilform drin, komplett schwarz. Ja, hat schon was auf jeden Fall. Nun ja, tut nichts zur Sache. Als nächstes mache ich mich übers Fahrwerk, aber das kennt ihr ja bereits. Ich möchte euch jetzt mit diesen Kleinigkeiten nicht allzu lang aufhalten. Ich habe mir nur gedacht, wir drehen ein kleines Abschlussvideo zum E36, einfach um mal ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, als so einen kleinen Lückenfüller, ich drehe euch mal um. Ja, als so einen kleinen Lückenfüller, denn wie gesagt, ich bin drauf und dran, immer mehr für euch vorzuproduzieren, beziehungsweise auch zu drehen im allgemeinen Sinne, aber ich muss mich natürlich immer neben meinem Hauptberuf und neben meiner Haupttätigkeit auch darauf verlassen, was andere Leute sagen. Und meistens habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es nicht so verlässlich ist. Sprich, die Abholung mit dem neuen Auto hat sich ein bisschen verzögert, beziehungsweise es wurde jetzt doch ein anderes, da das Auto in der Zwischenzeit dann doch verkauft war und hin und her. Egal, jedenfalls stehen wir kurz davor, das neue Auto ist bereits angezahlt, sprich, es wird auch definitiv von uns geholt und das seht ihr in dem nächsten Video. Sprich, nächste Woche Sonntag, dieses Video kommt am Sonntag, das ist der, weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls eine Woche nachdem dieses Video erscheint, geht es dann schon zur Vorstellung von unserem neuen Projekt und eventuell, je nachdem, wie ich es zeitlich einbringen kann, schon um die ein oder andere Veränderung. Des Weiteren geht es weiter mit dem Mercedes, das folgt dann wahrscheinlich die Woche drauf, denn wir holen neue Felgen ab. Auch das passiert noch in den nächsten Tagen, sprich es kommen jetzt einige Sachen
aufeinander. Für mich ein bisschen stressig, für euch gut, denn es wird jetzt auch das eine oder andere Video wird folgen. Der 7er wird geliefert. Das heißt, in den nächsten Tagen passiert wirklich viel. So, sprich, ich würde das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Ein paar Kommentare wären auch cool, denn das hilft dem Algorithmus von YouTube und auch nur so können wir wachsen. In dem Sinne, haut gerne ein kostenloses Kommentar rein, einen kostenlosen Daumen nach oben und natürlich den Abo-Button nicht vergessen. Und ich bin wieder mal raus. Wir sehen uns in einer Woche, wenn es heißt, willkommen zurück bei Deep White Love. Ciao!